Ja, und damit herzlich willkommen hier zu einem brandneuen Let's Play Projekt auf Laudio LP. Ich begrüße euch herzlich hier aus dem Bus Driver Gold. Der Bus Driver Gold ist der Nachfolger vom Bus Driver. Der Bus Driver zum Beispiel, das war mein allererstes Spiel, mein allererstes Computerspiel, Bus Driver Gold. Ist ja dann jetzt schon ein wenig jünger. Gibt es aber auch nicht so viele Veränderungen zum Vorgänger. Warum das Spiel auf Englisch ist, was weiß ich. Wir gehen mal auf Optionen, gucken uns das mal an. Wir stellen jetzt erstmal den Sound runter, das ist nämlich ein wenig laut. So. Die Musik stellen wir runter. So, jetzt hört sich das Ganze... ja. Okay. Okay, Controller haben wir. Ich würde mal sagen, wir fangen mal an damit und schauen mal, was wir alles so machen können. Also, das ist zum Beispiel unsere allererste Tour. Nee. Also, das ist zum Beispiel hier. Hiermit können wir anfangen. Westside Linie. Wir fahren dann die 42 an Hochhäusern lang. Wir starten das jetzt einfach. Ich muss mich da auch erstmal reinfinden. Ich habe es jetzt nämlich seit, glaube ich, einem Jahr. Nee, gar nicht. Zwei Jahren bestimmt nicht mehr gespielt. Ja, wir starten einfach mal und schauen, wie das so klappt. So, jetzt lädt er das. So, jetzt können wir ein K pressen. Aha. Ich kann nur nicht lenken. Ist ja schon mal scheiße. Da müssen wir jetzt nochmal gucken. Das ist irgendwie Mist. Wenn wir gerade hier ins andere Menü gehen. Ja, das ist ja alles schön und toll, nur da. Ah, Mann. Aha. Keyboard only müssen wir einstellen. Ist ja kein Wunder. Und dann gucken wir mal bei Controls. WASD und Numpad Enter. Okay. Das müsste jetzt zu schaffen sein. Hoffen wir mal, dass es geht. Wir nehmen die gleiche Linie, die wir gerade auch hatten, und gucken mal, wie es so klappt. So. Aha, sieht doch schon besser aus. So, wir haben 10 Sekunden. Hier ist die erste Haltestelle. Sind wir schon viel zu weit gefahren. 10 Leute warten und steigen jetzt ein. Und jetzt sitzen 12 Leute im Bus. Wir machen die Türen wieder zu, fahren direkt weiter. Hier ist nämlich ein ziemlich straffer Plan. Also ich fahre das mit Tastatur, mit WASD. Und das geht eigentlich ganz okay. Ich habe es früher wirklich ganz oft gespielt, da konnte ich das auch ganz gut. Weiß nicht, ob ich das jetzt immer noch so gut kann. So. Sind ein paar ausgestiegen. Jetzt haben wir 17 Leute im Bus sitzen. Also ich ist dafür, dass das Spiel jetzt wirklich schon... Oh. Stark gebremst. Person verletzt. Dafür, dass das Spiel wirklich schon jetzt recht alt ist, ist es wirklich noch, ja, sehr gut. Also kann ich nicht anders sagen.
Also man kann nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Man kann hier auch die Kamera ändern. Mit D, mit Z meine ich. C, nicht Z. Und dann hat man halt so eine Perspektive. Geiler wäre es natürlich mal, wenn man eine Perspektive vom Cockpit aus hätte, aber so weit war die Spieleindustrie da zu dem Zeitpunkt noch nicht, um ein ganzes Cockpit zu animieren, aber mein Gott. Ist wie gesagt trotzdem, finde ich, ein gelungenes Spiel. Bremst er ja nicht so stark. Man muss aufpassen, da unten die Bremsanzeige darf nicht in den Bereich kommen, in den roten Bereich. Man sieht auch immer die Laune der Passagiere. Also 18 Leute sind jetzt im Bus, es steht keiner. Ja. Man muss halt aufpassen, dass man nicht zu stark bremst hier unten. Diese Anzeige, wenn ich bremse, sieht man das. Sie darf nicht in den roten Bereich kommen. Und das sollte bestmöglich auch nicht passieren. So. 9 Leute sind ausgestiegen und 9 steigen ein. So. Jetzt geht's hier hoch. Man sieht auch immer hier unten die Distanz, wie weit es noch ist bis zum Ziel. Ah, ich kann so aber irgendwie besser fahren. Ich weiß nicht, ob man das Spiel auch mit Lenkrad spielen könnte. Ich glaube jetzt mal nicht. Da oben sehen wir unsere Score-Punkte. Wir kriegen immer Punkte. Bei der nächsten Haltestelle kriegen wir 100 Punkte und dann für kleinere Sachen weniger halt. Wir haben jetzt 336, ist ganz okay, finde ich. Ja. Jetzt sind wir 15 Sekunden zu spät. Müssen wir schnell Gas geben, aber das ist jetzt hier gleich. So, Williston ist die letzte Haltestelle und die alle steigen aus.
Okay, wir haben 3026 Punkte insgesamt bekommen. Das ist ganz okay. Und dann gucken wir jetzt mal, was es noch so gibt. Hier haben wir jetzt einen Stern dran, haben wir erledigt. Das ist ein Airport-Transport. Gucken wir mal. Wir fahren jetzt erstmal diese ganz kleine hier, damit wir mal von oben alles abarbeiten. Das ist eine ganz kleine Tour, die kenne ich auch noch aus dem Game. Die können wir mal gerade fahren. Hier sind wir auf dem Betriebshof. So. Ich mache jetzt hier von dem Let's Play auch erstmal 10 Folgen wieder, wie von World of Subways ebenfalls. Und ich habe jetzt in der nächsten Zeit noch ein paar andere Sachen geplant. Deswegen, also Spiele haben wir genug. Und wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, dann könnt ihr mir die natürlich schreiben. Und dann versuche ich die hier auch irgendwie mit reinzubringen. Und da auch mal ein paar Videos von zu machen. Das ist jetzt halt ein Schulbus hier, da müssen wir zum Schwimmbad fahren. Hier ist das Schwimmbad, hier ist auch gar keine Haltestelle. So, die steigen alle aus. Und das war's. Okay, den haben wir auch. Dann machen wir jetzt diesen Flughafen-Shuttle hier. Sind jetzt gleich auch schon wieder am Ende der Folge. Müssen hier die Arbeiter, glaube ich, zum Flughafen bringen. Wir sind hier im Industriegebiet. Müssen die, glaube ich, zum Flughafen bringen. Ich hätte auch mal eine Frage an euch. Und zwar, hättet ihr Interesse daran, dass ich zum Beispiel, wenn zum Beispiel jetzt Deutschland spielt, also die Nationalmannschaft oder irgendeine andere Mannschaft, die euch gefällt oder wichtige Spiele insgesamt der deutschen Mannschaften, dass ich vor dem Spiel, jetzt egal welcher Wochentag es ist, immer ein Extra-Video hochlade, wo ich so eine kleine, wie so eine Prognose hochlade. Das würde ich dann in FIFA 13 machen, würde ich dann einfach das Spiel sozusagen schon mal vorspielen und das ist dann wie so eine kleine Prognose. Das war jetzt zu stark. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fändet, ob ihr das gut findet, dass ich das mal mache. Wir können das ja, wenn auch, erstmal nur probieren, ob das so geht. Ja. Oder ob ich insgesamt FIFA 13 mal Let's Playen soll mit irgendeinem Verein in der Karriere oder so. Naja, könnt ihr ja mal schreiben. Und dann schauen wir weiter. Aber ansonsten, wir haben, wie eben schon gesagt, genug Spiele. Daran soll es nicht scheitern.
So, und an der nächsten Haltestelle ist auch diese Folge dann schon zu Ende. Hier hängt ein LKW im Graben, hier ist auch die Polizei. Okay, so, ich sehe jetzt die nächste Haltestelle. Okay, also ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal hier auf LoRDuelP.